Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Little Nightmares für die Switch. Den langarmigen Hannes sind wir entkommen. Also versuchen wir jetzt mal hier weiterzukommen. Huch, da kommen wir bestimmt nicht durch. Aber hier war noch ein kleines Wägelchen. Noch mitnehmen. Komm. Ja, wunderbar. Okay, dampfender Dampf, beziehungsweise heißer Dampf, den schieben wir lieber rüber. Würde ich mal behaupten. So. Und den können wir nicht ganz rüber schieben, weil das glaubt uns verbrennen wir nämlich auch. Perfekt. Ach, guck mal. So. Warum soll er das überhaupt hingeschoben? Ach so, wegen dem Türgriff wahrscheinlich, ne? Oh. Oder sonst kommen wir da wahrscheinlich nicht ran. Jetzt kommen wir ran. Wow. Okay. Da hätte man sich am Türgriff noch festhalten sollen. Das wusste ich nicht und bin gleich schon gestorben. Wie scheiße war das denn? Oh. Das ist so ein kleiner Frustmoment, weil man kann ja nicht wissen, was dahinter passiert. Und dann passiert so ein Scheiß durch Kacke. Die Ladezeiten, die nerven mich wirklich. Habe ich das schon mal erwähnt, dass mich die Ladezeiten nerven? Nein, damit ist es hier geschehen. Die Ladezeiten nerven wirklich. Okay, das müssen wir nochmal machen jetzt. Na gut. Oh ja. Ziehen wir mal ran hier. Und schieben. Müssen wir, glaube ich, noch schieben. So vielleicht. Hui! Oh, warte. Ziehen! Oh ja. Schieben wir mal weiter. Und jetzt am Denken an der Tür hängen bleiben. Erst wenn sie aufgeschwungen ist, sich fallen lassen. Okay. Wie man sieht, ist es hier sehr tief und man kann auch sehr tief fallen. Gut, dass wir da nicht runtergefallen sind. Naja. Passiert, ne? Passiert. Oh, hier ist ein kleiner Luca, da kommen wir mal rein. Okay. Hallöchen. Ja, man muss die, ich habe es schon gehört, man muss diese kleinen, man muss die Kerzen machen und man muss die kleinen knuddeln, hat mir jemand gesagt. Habe ich jetzt nie gemacht, ist natürlich doof. Oh nein! Oh, wie fies war das denn? Sag mal, das, sowas kann man doch gar nicht wissen. Wie soll man sowas denn, bei sowas denn ausweichen? So ein Scheiß. Ja, vielen Dank an den User wegen Knuddeln. Das werde ich versuchen, jetzt die nächsten Folgen zu machen. Das war gar nicht so einfach. Aber wir werden es auch schon irgendwie hinbekommen. Behaupte ich mal. Gegen diese Ladezeiten sollten die echt was tun. Das nervt einfach nur. Ihr könnt ja jederzeit vorspulen. Das ist natürlich euer gutes Recht. Verpassen werdet ihr dadurch nicht viel. Oder vielleicht doch. Man weiß es nicht. So. Los geht's. Ah, okay, wir fangen hier an. Okay. Steh auf da, kleiner Mann. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht gleich nochmal wie geschnappt werden hier. Nein! Oh! Ach Quatsch, das ist nicht euer Ernst. Das ist doch nicht euer Ernst. Renne ich nochmal in den rein? Wie dumm war das denn? Ich dachte, der wollte gerade die Hand zurückziehen und dann renne ich da nochmal rein. Behindert. Oh, ich kann mir auf den Kopf hauen. Ja, vor allem, das klaut jedes Mal ungefähr 30 Sekunden unseres Lebens. Diese Zeit hier. Ätzend. Für mich natürlich ganz gut. Ich kann zwischendurch mal was trinken. Ich sage ja zu deutschem Wasser. So. Komm schon. Six. Komm. Perfekt. Okay, hier kann man ja nicht, aber da vorne kann man, ne? Okay, da warten wir mal kurz einen kleinen Moment, bis er sich da erholt hat.
Ist er nicht weg? Scheint nicht. Ah. Wie soll man denen vorbeikommen? Vorbeischleichen, warte, machen wir gleich. Warte, dass die Hand mal gleich wieder hochgeht, wir müssen einfach so einen Rhythmus erkennen. Okay, ich hoffe, das war das einzige Mal, dass er kam. Blöde Ratte, hast mir das Leben gekostet. Zweimal. Kacken, Rattenviech. Oh, hier müssen wir, glaube ich, schon laufen. Oh, oh. Nein! Oh, ich kam nicht herein. Scheiße. Ach, so ein Monsterviech. Das ist die Folge der Todessachen, würde ich sagen. Einfach, wenn man die ganze Zeit nur stirbt. Das ist doch scheiße. Oder findet ihr das cool? Ich find's scheiße. Also von daher. Naja, schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. Wenn es jetzt weitergehen würde. Ja, es tut mir leid, diese nachfolgenden Sendungen verschieben sich mal wieder. Denn der Schansen steht einfach. Okay, laufen. Da ist ein Dichter mehr, oder? Ah! Ah! Gleich hoch. Ja, kann man ja nicht sehen, ne? Was kann man hier machen? Wo er kommt? Kann ich irgendwo hoch? Ja! Ah! Ich die Luke da. Oh, warte mal. Ich glaube, ich muss an die Luke ranspringen. Kann das sein? Ah! Nee, das geht nicht. Boah. Ich kann nicht an die Luke ranspringen. Das funktioniert nicht. Kann ich da am. Kann ich an seinem Gitter irgendwas machen da? Oh nein! Oh. Scheiße. Kacke ist denn das? Was muss man denn da machen? Was muss man denn da machen? Das ist diese Ladezeit, das kann doch gar nicht sein, weil es doch schon eigentlich. Müsste das doch auch noch im Speicher sein, wenn man da kommt, oder nicht? Was zum Kotzen. Zum Kurzen. Hast du schon erzählt, dass es zum Kurzen ist? Okay, probieren wir es nochmal. Ach, wir fangen hier an, okay. Ah, guck mal. Da. Ah. Soll ich mich daran festhalten? Okay. Und so hoch. Ich glaube, da müssen wir mehr abreißen noch. Oh, das kommt wieder. Oh. Okay, ich kann auf jeden Fall muss ich nochmal dahin. Muss ich nur warten, dass er mich irgendwie nicht erwischt. Los. Zieh! Nein! Oh! Ah, das war's wohl für ihn, würde ich sagen. Der ist platt. Komm hier rein. Kannst mich mal, du Spacken, mit deinen langen Armen. So, er ist der Bossgegner erledigt. Mehr sehen wir da, meine. Oh, sehr gut. Okay, das war so ein kleiner Abschnitt. Landen wir also beim nächsten Abschnitt. Bin gespannt. Ich glaube, ihr seid es auch. So. Wo kommen wir jetzt hin? Ist die Frage. Wo kommen wir jetzt hin? Das Spiel gefällt mir wirklich sehr gut. Es macht echt Spaß. Also es ist schon ein bisschen gruselig zwischendurch, aber auch nicht so gruselig, dass man sich total ängstigen soll. Aber es ist gut gemacht. Es ist natürlich nur ein Katz-und-Maus-Spiel. Ne? Immer abhauen. Was musst du machen? Ich muss abhauen. Und du? Ich muss abhauen. Mehr ist es ja nicht. Aber es macht eigentlich Spaß. Das ist gut umgesetzt. So, jetzt geht's nach oben. Das ist ja auch nicht mehr schlecht. Oh. Oh.
Doch nicht, oder? Macht's anders. So. Oh, es geht wirklich nach oben. Oh, hier hängt gut abgehangenes Fleisch. Lecker. Ach, guck mal, da oben ist der Koch. Der gönnt sich die Piepe. Der raucht mal ein bisschen. Joa, muss ja auch mal sein. Kleine Pause, ne? Und das Päuschen. Okay, ich bin hier runtergefallen. Gut. Ach nein, ich krieg schon wieder Hunger. Naja, hier liegt genug Fleisch rum. Okay, er hat Hunger. Müssen wir schon laufen vielleicht. Oh, guck mal, da kannst du Ratte essen. Oh, eine Ratten. Da gab's, ist wohl jemand in der Rattenfalle gerannt. Oh, glaube ich, ahne fürchterliches. Ich glaube, ich muss wirklich so eine Ratte essen. Naja, müssen wir halt was essen. Jeder braucht Nahrung. Und ich glaube, eine Ratte ist ja auch nur Fleisch, oder? Das ist ein bisschen das Dschungelcamp hier. Oh, satt gegessen. Und wieder voller Elan. Können wir rumhüpfen. Juhu. Fit wie ein Turnschuh. Oh, warte, hier raus. Juhu. Oh, yes. I'm so glad. I'm happy. Wie. See. Oh, warte mal. Können wir nicht vielleicht... Da kann man bestimmt sich rüberschwingen an dieser Platte. Achso, da kann man hochlaufen. Okay, das geht natürlich auch. Ich hätte gesagt, man hängt sich oben dran fest und er fällt rüber. Aber so geht's natürlich auch. Oh, guck mal hier. So, jetzt geht's hier rein. Was ist hier? Ein Wagen. Ach, guck mal, da muss man bestimmt, sonst kommen wir ja nicht da hoch. Wollen wir den Wagen mal da hoch? Ja. Hey. Andere Richtung, genau. Los. Schieben, schieben, schieben. Perfekt. Oh, oder auch nicht. Jetzt. Oh, das war ja dumm. Okay, ich würde sagen, wir sind in der Speisekammer. Lecker, lecker essen. Kann ich alles essen. Na gut. Oh, da ist schon mal ein Koch. Der bereitet Suppe vor. Können wir uns an ihm vorbeischleichen? Ich glaube nicht. Wir müssen noch kurz hier warten. Er dreht sich mich gerade um und holt sich ein bisschen Fisch. Klar, wir müssen in die Suppe, ne? So. Das ist eine Wurstsuppe. Dabei gehen. Oh, das ist ein Wicht. Lass mal stehen. Ich will euch knuddeln. Wie kann man die knuddeln? Muss man die einfach hinterherlaufen? Die sind wir weg, irgendwie, finde ich. Na ja, gut. Okay. Oh, da ist er. Vorsicht. Hier müssen wir schon rein, aber hier kommen wir nicht rein. Da. Patzt sich. Eklig. Der hat eine Maske auf. Oh, da kommt. Kommen wir schnell hier hoch. Kommen wir hoch? Ja. Oh, hat er mich gesehen? Ah, guck mal. Die Bestie will mich fressen. Piss dich. Du hässlicher Wurm. Hat mich auf jeden Fall gesehen. Komm her, kannst eine Dose haben, da. Oh Mann, ist der widerlich. Und der hat diese fette Sau. Nichts gegen Dicke, aber der ist einfach nur hässlich und dick. Das ist schon echt fies. Hier kommt über den Fischkleiner, guck mal. Ah, okay, hier geht's weiter. Das ist eine Luke, da gehen wir jetzt mal rein.
Wie cool, eine Doppeltoilette für Verliebte. Schauen wir rein. Oh oh. Was geht denn los? Ich bück mich mal nach der Seife. Oh, behave natürlich nicht. Da ist ein Licht. Da ist noch ein Stehlicht. Sind wir gleich weg. Was ist das da? Okay, das ist eine Fahrschule. Wir werden erstmal hier oben die Etage noch kurz abdurchforsten. Nicht, dass wir hier irgendwas verpassen. Noch ein Zimmer, kommen wir da rein? Oder da schläft jemand da oben? Oh, da oben hängt ein Schlüssel. Den holen wir uns jetzt. Da kommen wir direkt ran. Ah. Okay, oh. Oh, der wacht auf. Hey, hochklettern. Ah, sieht er uns? Macht er? Ich kann ihn ja nicht sehen hier, ne? Können wir da runtergehen? Ach, guck mal, das sind Zwillinge. Da unten, das ist ein Doppelbett, deswegen. Ich will hier runterklettern? Nee. Aber kann ich mich aufs Bett fallen lassen oder sterbe ich denn? Alter, das Bett muss ja aber weich sein. Na gut. Klauen wir uns den Schlüssel. Und natürlich aufpassen, dass der Typ hier nicht irgendwo rumläuft. Aber ein anderer Koch, ne? Okay, nehmen wir den Fahrstuhl. Krabbeln kann ich am Schlüssel nicht. Ach guck mal, es geht auch runter. Perfekt. Da steht ein Wicht. Da ist er hier reingerannt, der Wicht. Da ist er drin. Oh. Scheiße, hätte ich diesen blöden Wicht bloß nicht befreit. Blödes Wichtviech. Den hätte ich verrecken lassen sollen. Bin ich nur wegen denen gestorben. Scheiß auf Knuddeln. Ich will nicht knuddeln. Ach Mist, das ärgert mich jetzt ein bisschen. Ah, lecker. Hoffentlich fange ich jetzt nicht am Arsch der Welt an. Dürfte aber nicht passieren, oder? Oh ne, muss komplett alles wiederholen. Oh, das ist ja ätzend. Ach hier, ach gut, Schlüssel liegt ja, okay. Doch nicht so ätzend. Da haben wir den Schlüssel auf. Lieber hier längs. Sieht uns nicht sofort, wenn er kommt. Gut, dass die kleinen Luken überall sind, ne? Ach, guck mal, da ist er. Da will ich irgendwie da durch, ohne dass er uns sieht. Oh, dreht die Temperatur hoch. Hab ich gesehen? Lauf! Oh ne, der zweite Koch ist ja auch noch irgendwo, ne? Scheiße. Ist er bestimmt hier oben? Ne, ist er nicht. Okay. Mal aufschließen. Perfekt. So, jetzt haben wir aber genug geschafft. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin. Tschüss.